So, solange es jetzt regnet, kann ich mich auf die Suche machen und noch ein bisschen von dem Gras holen, weil solange es regnet, kann mir einfach nicht so heiß werden, dass ich überhitze. Das ist jetzt gerade der Vorteil vom Regen. Und solange ich noch diese Anzeige habe, sollte mir eigentlich auch nicht so extrem heiß werden. Deswegen werde ich jetzt erst noch mal ein bisschen rumrennen und ein bisschen was zusammensuchen. Und hier haben wir Fleisch. Dann ist wohl eins der Schweine, die jetzt kein Zuhause mehr hatten, hier irgendwo elendig verreckt. Okay. Nein, Frosch, geh weg. Und die Schmetterlinge werde ich mir auch zwischendurch fangen. So, wo haben wir denn irgendwie das meiste? Okay, hier oben. Wenn ich da oben, wenn ich da hergehe, dann kann ich auch noch ein bisschen von den Bären mitbringen, die wir da eventuell noch finden. Ach verdammt, ich wollte eigentlich jetzt das Insektennetz weiterhin ausgerüstet haben. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns damit ein bisschen über Wasser halten können. Und ich nicht so schnell verrecke. Und hier haben wir schon das nächste Phänomen. Die, auch diese Zweige hier, die gehen langsam ein. Auch die Grasteile, die gehen langsam ein. Deswegen wollte ich jetzt nochmal losgehen und ein bisschen was suchen. Denn sobald die Teile alle eingegangen sind, und die werden, die meisten davon werden eingehen, habe ich ein Problem. Dann kann ich mir nämlich nichts mehr von dem Zeug hier holen. Und ja, ich muss gucken, wo ich hier irgendwie was mache. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich hier noch jede Menge von dem Scheiß bekomme. Und ich mir da ein kleines, so ein kleines Futter mit anfressen kann, eventuell. Um es mal so auszudrücken. Ja, hier, dick da draus. Na, warte, das möchte ich jetzt nicht unbedingt rausholen. Oh, hier ist jede Menge Gras, das ist richtig gut. Ah. Ist zwar jetzt kein Froschregen, aber immerhin, wir haben Regen, was, wir sehen auch die Anzeige, die geht so gut wie gar nicht voll. Wäre es jetzt kein Hochsommer, dann wäre die Anzeige schon irgendwo hier, bei über 50%, glaube ich mal. Aber jetzt, nee, die Anzeige, die will sich einfach so gut wie gar nicht füllen, aufgrund der Tatsache, so scheißen heiß, dass es rein gar nichts bringt. Und wird einfach nicht so kalt werden, dass wir anfangen zu frieren bei so einer scheiß Hitze. Aber ich muss auch schon sagen, diese ganze Sache hier, die ist wirklich sehr gut gemacht worden. Also, dass einem so extrem heiß wird, das finde ich jetzt wirklich ganz geil gemacht. Ist natürlich nicht ganz so geil, wenn man spielt, weil man hat die ganzen Probleme. Besonders, wenn man dann so dämlich ist wie ich und das letzte Eis frisst, was man eventuell noch gebrauchen könnte. Aber hey, so bin ich halt. Ich werde jetzt irgendwie damit klarkommen müssen. Das meiste, was ich geschafft habe jetzt mit Reign of Giants, ist um die 41 Tage. Das heißt, man könnte sich letzten Endes darauf einstellen, dass ich in irgendeiner Weise so rund um die 40 Tage hinkriegen könnte. Vielleicht auch weniger. Im Hochsommer habe ich es gerade mal bis Tag 33 geschafft. Also jetzt nicht ganz so weit, wie man es jetzt denken mag. Hier haben wir die Spur eines Koalefanten. Die führt hier unten links hin. Wäre natürlich jetzt auch mal ganz geil, den mal irgendwie zu sehen. Was sind das eigentlich heute jetzt irgendwie für zwischendurch Ruckler? Das geht mir ehrlich gesagt auf die Eier. Muss ich echt zugeben. Ja, warte mal, der Spur folgen wir gleich weiter. Ich wollte hier oben noch schnell hin. Oh, hier ist richtig schön viel Zeug. Oh Gott, es hat aufgehört zu regnen, das ist nicht so geil. Das heißt, uns wird gleich eventuell ziemlich heiß und dann haben wir ein Problem. Oh, Schmetterlinge. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Ich möchte nämlich jetzt nicht in der kompletten Hitze hier irgendwo rumstehen. Sorry für die, die jetzt darauf gehofft haben, dass ich eine kleine Erkundungstour starte. Hier, wir starten eine kleine Erkundungstour. Dieses Gebiet ist noch unentdeckt. Vielleicht gibt es sogar noch Dinge, die ich gebrauchen kann. Oh, Mann. Siehst du, das war doch eine nette Erkundungstour. Jetzt gehe ich erstmal wieder ins Sichere. Und uns wird schon heiß. Oh Gott, nein. Ja, okay, jetzt ist wenigstens wieder ein bisschen dunkler. Das heißt, uns wird jetzt nicht ganz so extrem heiß. Natürlich ist das Endothermic Fire jetzt komplett ausgegangen. Das ist mir jetzt schon bewusst.
Aber ja, das muss ich natürlich irgendwie. Ach so, hat sich hier eventuell unser hoch, hoch, hoch. Endothermic Fire, los! So. Ja, komm, hier ein paar Zweige. Und hier ein bisschen was. So. Da hat sich unser kleiner Freund hier ein bisschen Spaß erlaubt. Und das Ding ist immer noch voll. Das sollte ich gleich mal anfangen, irgendwie zu leeren. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen Feuer machen. Gerade genug, damit ich das hier irgendwie braten kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht für so viel. Da müssen wir einfach mal hoffen. Und noch einmal hiermit. Okay, hat anscheinend ausgereicht. Wundervoll. Dann können wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen was kochen. Ich weiß nicht, was genau ich mir da jetzt zusammenkoche, aber irgendwas wird schon sein. So, das hier werden wir wieder ein bisschen aufpushen. Und nee, das hole ich mir jetzt nicht. Denn die Fläche hier ist nicht groß genug, als dass ich mir das wirklich holen könnte. Wenn ich jetzt nämlich was holen möchte, dann verfolgen mich die Bienen und dann muss ich hier rumrennen, bis die Bienen aufhören, mich zu verfolgen. Was in den meisten Fällen lange dauert, wenn man die nicht irgendwie aus dem Bild rauslocken kann. Und das hier mache ich mir nochmal Meatballs. Dann kann ich mir gleich. Na, warte, das hier. Dann kann ich mir gleich hoffentlich sogar noch was Gutes machen, was meinen Magen ordentlich füllt. Und euch muss ich jetzt erstmal mördern. Keine Butter da! Ihr wollt mich doch verarschen, Mann! Aber euch esse ich erstmal. Ihr könnt ja mal auf mein Leben achten, das ist richtig schön voll jetzt. Das nur durch die Schmetterlinge. Die Schmetterlinge sind wirklich nahrungsmitteltechnisch nicht nur gut, sondern auch fürs Heilen sehr, sehr geil. Wenn ich das jetzt esse, dann müsste ich gleich so gut wie voll sein. Oh, hier, jetzt haben wir ein Sandwich. So, dann packe ich dich mal da rein. Und das hier. Das sollte meinen Magen jetzt eigentlich einigermaßen gut füllen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das rauskommt, was ich mir jetzt denke. Aber wenn das rauskommt, was ich mir denke, dann sollte es meinen Magen ordentlich füllen. Kann ich damit nicht noch irgendwas anfangen? Ich meine, dass man damit irgendwas anfangen kann. Nicht? Mal als ich das genommen habe? Da. Gucken wir mal, was wir da machen können. Pretty Parasol, Push and Portable Protection. Was? Das interessiert mich jetzt gerade, was das wohl ist. Ach, ist das eventuell so eine Art Sonnenstirn oder so? Wenn ja, wäre das ja mal mega geil. Da werde ich mich irgendwann erst nach der Aufnahme drum kümmern, da mal durchzugucken. So. Eieiei, ihr seht schon, die werden relativ schnell aggro. Deswegen muss ich hier jetzt erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen schnell wegkomme. Und sobald die aus dem Bild sind, sind die auch nicht mehr wirklich aggro. Wollt mich jetzt verarschen? Jetzt ist der Drecksing hinter mir her, oder was? Dumm wie Brot. Dumm wie Brot. Okay, du kommst da rein und einfach mal drei davon. Das wird schon irgendwas werden. Dann mache ich mir jetzt nochmal das hier und werde mir noch mal ein paar von den Schmetterlingen fangen. Sollst dir Schmetterlinge fangen, du Drecksack, und keine Blumen aufheben. So, hier war auch noch irgendwo eine. Da. Ja. Was, der meckert rum, dabei ist sein Magen noch bei 220, ey. Andere, die würden denken, oh, 220? Mensch, den Magen, der interessiert mich aber ziemlich. Okay, der nimmt anscheinend auch permanent ab. Also ist jetzt nicht wirklich etwas, was ich die ganze Zeit im Inventar behalten kann, bis ich es dann irgendwie mal gebrauche.
Aber ich kann es ja einfach mal so die ganze Zeit mit rumlaufen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie gegen die Hitze ist oder eine Art Regenschirm. Aber ein Regenschirm wäre ein bisschen dämlich, weil dann hätten wir im Grunde zwei Regenschirme. Denn es gibt ja auch noch einen normalen Umbrella. Und hier haben wir noch jede Menge Frösche. Na, warte mal. So, die Froschis von da hinten müssten jetzt auch mitkommen. Hoffentlich auch ein bisschen länger. Hey, ihr Kacknasen, ihr müsst mitkommen. Ja, okay, wenn ich den jetzt haue, dann kommen mit Sicherheit nicht alle mit. Ja, vier Stück, das ist doch was. So, einer da rein. Au. Da müssen noch welche rein. Die werde ich dann jetzt erstmal abhängen. Mal gucken, ob das wirklich was gegen die Hitze ist. Ich kann mir vorstellen, dass das dagegen hilft, von der Hitze direkt getroffen zu werden. Und nicht wirklich dann, wenn einem heiß ist, sich da irgendwie von zu erholen. Das wäre jetzt irgendwie meine Vorstellung davon. Und, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, mein Endothermic Fire. Das wäre mir fast ausgegangen. Hier, nimm das. Nein! Das ist auch so eine Sache. Die Dinge, ich habe ja schon gesagt, spontan gehen manche Dinge auch in Flammen auf. Ja, ist so. Wenn ich es dann einmal anpacke, dann gibt es kein Problem mehr damit. Dann bekomme ich ein bisschen Schaden, weil es so scheißen heiß ist und dann ist eigentlich alles wieder gut. Und das muss ich auf jeden Fall bei den Dingen machen, die ich hier habe, weil sonst kann ich mich von meinem tollen Lager hier verabschieden. Ach, warte mal, die Falle muss ich auch erstmal wieder richtig hinstellen. So, und der letzte Schmetterling für dieses Netz. Das esse ich mal. Das behalte ich mal in der Hand. Da kann ich wenigstens, ich weiß nicht. Vielleicht reicht ja der Glauben daran, dass mich das irgendwie vor der Hitze schützt. So, ein bisschen was hiervon und zwei davon. Und tauschen wir einmal das hier gegen das hier aus. Das muss doch irgendwie lang, oder? So. Na gut, die Spinnennetze werde ich jetzt erstmal aufbewahren. Ich habe für meinen Teil erstmal genug von den Schmetterlingen gefangen. Das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Also Farm. Weil die bringt mir jetzt nicht so viel. Ja, bringt mir echt gar nicht viel. Und ich bin irgendwie voll müde gerade. Hui, hui, hui. Ah, sorry für das Gain, aber das musste jetzt gerade irgendwie sein. Oh, meine Güte. Ich hoffe einfach mal, dass ich einigermaßen richtig liege mit meiner Annahme, dass das mir irgendwie weiterhelfen kann. Aber ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Ich habe doch noch ein bisschen was anderes hier drin. Einmal das und das und das. Solange man einmal Monsterfleisch drin hat und ansonsten nur andere und ansonsten drei andere Dinge, dann wird daraus etwas Gutes. Also da kann man dann essen. Ist nichts, woran man dann elendig verreckt. Ah. Okay, wie viel Gras haben wir denn insgesamt noch? Ich glaube, das müssen jetzt noch einige Stacks sind das. Die habe ich auch noch einige Stacks von den Stöcken drin. Das heißt, die könnte ich zum Anzündeln benutzen. Und wenn die Bäume dann hier irgendwie mal gewachsen sind, fälle ich die einfach. Und wenn mir heiß wird, renne ich nach oben. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, muss ich zugeben. Boah, ich hoffe echt, dass das Ding mich irgendwie beschützt, weil sonst sieht das doch ziemlich dämlich aus. Ziemlich tuntig vor allem. Naja. Kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Okay, hier habe ich auch jede Menge von. Das ist eigentlich gar nicht so scheiße. Die kann ich dann auf jeden Fall gut benutzen. Die vergammeln auch nicht so schnell. Und das Eis, das vergammelt irgendwie auch gar nicht. Also, ich meine, es wird zwar weniger, aber es vergammelt jetzt nicht so schnell, dass man denken kann, oh Mensch. Okay, jetzt haben wir Vollmond. Was ist das denn? Achso, ja. Jetzt können wir noch ein bisschen rumrennen, ohne dass uns irgendwie
ohne dass wir irgendwie große Probleme bekommen. Wir könnten jetzt nochmal gucken, dass wir hier ein bisschen was einsammeln. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, das mache ich dann doch eher offscreen. Ja, das werde ich jetzt offscreen machen, hier noch ein bisschen rumsammeln. Oder? Nee, doch nicht. Nee, mache ich nicht. Wäre zwar jetzt toll, das zu machen, aber ich werde jetzt einfach nur den Part beenden. Weil ich habe jetzt, glaube ich, eine Stunde aufgenommen. Das reicht mir jetzt erst einmal. Und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Don't Starve. Und dann beim nächsten Mal werden wir mal gucken, dass ich eventuell noch einmal zurück zu den Schweinen hier unten gehe. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich die Spinnen da getötet habe oder nicht. Ich glaube, dass ich die getötet habe, aber hier haben wir zum Beispiel nochmal welche. Und ich wollte mir auf jeden Fall mindestens eins der Spinnennester mit nach Hause nehmen. Dass ich das hier irgendwo anpflanzen kann. Das werde ich dann, denke ich, in meiner nächsten Aufnahmesession anfangen, irgendwie starten. Da muss ich natürlich das ein oder andere Endothermic Fire verbrauchen, aber ich werde auch Ausschau halten nach jede Menge Stein, damit ich Gold farmen kann. Naja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir das mit einem Kommentar oder einer positiven Bewertung sagen könntet. Und dann würde ich erst einmal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi und Kowski!